Aktuell haben wir wieder sehr heiße Temperaturen, für viele glücklicherweise, für andere weniger glücklicherweise. Das Thema Tiertransporte und vor allem auch jetzt bei diesen Temperaturen, wie groß ist denn da der Stress, für die Tiere bei diesen Transporten? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema jetzt gerade bei den Temperaturen. Tiere haben ein sehr großes Problem mit Hitze. Wir kennen das ja selber, wenn wir lassen ja auch nicht das Baby oder den Hund im Auto zurück, verschlossen vorm Supermarkt, weil wir wissen, dass es schon innerhalb von 20, 30 Minuten wirklich zu einem Hitzekollaps kommen kann. Und genauso sieht es bei Tieren auf Tiertransporten natürlich aus. Also solange der Transporter unterwegs ist, gibt es ja zumindest eine Luftzirkulation durch den Fahrtwind, aber auch nur, wenn die Luken offen sind und die ja, Luft rankommen kann. Aber es gibt keine Klimaanlagen in dem Sinn. Also die Luft wird nicht runtergekühlt aktiv. Und von oben brennt die Sonne runter. Und was passiert, wenn die Tiere dann an der Grenze im Stau stehen? Das beobachten wir ja jedes Jahr an den EU-Außengrenzen, zum Beispiel in Kroatien und also an den Häfen, auch in Spanien am Hafen, sieht man immer, dass Tiertransporte stunden- und tagelang einfach in der Sonne stehen gelassen werden und die Tiere wirklich einen Hitzestress leiden. Also ich kann jetzt gerade mal Rinder zum Beispiel hernehmen. Die haben eine Wohlfühltemperatur von etwa 15 Grad und das wird einfach auf so Transporten überschritten. Und erst recht natürlich dann in den Ländern, wo sie hin exportiert werden.